Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft und auch willkommen zu einer weiteren und auch der letzten Folge des Panzermannes Ivan Panarin. Das hat tatsächlich doch viel Staub aufgewirbelt, die ganze Geschichte, also hätte ich nicht gedacht. Das Feedback war sehr interessant, auch aufrüttelnd. Es haben mir Leute geschrieben, dass sie es nicht zu Ende anhören konnten, weil einfach zu viel erzählte Erinnerungen aus der Zeit der Großväter oder Großeltern nochmal hochkamen. Und auch sehr viele Stimmen, sage ich jetzt mal, die auch nicht glauben, dass das immer alles so, wie in diesem Tagebuch beschrieben, abgelaufen ist. Das habe ich im Vorfeld beim ersten Teil ja auch schon einmal angesprochen, dass das sicherlich nicht alles aufgeschrieben worden ist, was passiert ist. Es gibt genug Literatur über den Vormarsch der russischen Soldaten, der Panzertruppen in diesen Gebieten und was da alles passiert ist. Und wir können, also wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, auf welche Seite wir jetzt zeigen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, der Kanal versucht ja so objektiv wie möglich daran zu gehen, dass das, was wir von den deutschen Verbänden vortragen in den Ostgebieten, auch nicht immer alles so Gold ist, was glänzt, wobei wir uns ja meistens auf die Kämpfe und die Waffentaten der Soldaten fokussieren. Und auch aus den Tagebüchern von deutschen Soldaten ist immer sehr wenig im Umgang mit der Zivilbevölkerung rauszulesen. Und so nehme ich mal an, ist das bei diesem Panarin-Buch auch, dass er bewusst das, was nicht schön war, weggelassen hat. So, das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Für mich ist einfach nur wichtig, dass wir die andere Seite mal zeigen, wie diese Russen uns und wir, das darf ich ja nun gar nicht mehr sagen, da wurde ich ja nun belehrt, wobei ich habe versucht in einem Atombombenvideo mit wir hatten die Atombombe zu erklären, dass wir hier mit Ednos und Demos arbeiten, sondern eine ganz andere Sicht auf den Namen wir als Deutsche. Aber gut, das würde tatsächlich den Rahmen sprengen, also aus der Sicht, wie die Deutschen die Russen erlebt haben und wie die Russen die Deutschen erlebt haben. Das ist ja eigentlich der Hintergrund bei dieser ganzen Geschichte, so. In diesem finalen und letzten Teil geht es natürlich jetzt um die Endkämpfe Richtung Rostock. Es wurde angemerkt, es sind keine Karten eingeblendet. Doch, es ist eine Karte, die kann man sich auch angucken. Man kann das auch anhand der Orte sicherlich sehr einfach nachvollziehen, wo wer wann gewesen ist. Und wer da noch mehr drüber wissen will, muss sich halt mit Tante Google auseinandersetzen oder sich ein Buch besorgen. Für uns ist ja wichtig, dass wir einmal das Thema anstoßen, dass wir einmal einen Einblick gewähren, dass wir auch dieser ganzen Geschichte mal so ein, ja, oder die Möglichkeit geben, das auch mal breiter zu streuen, weil ich glaube, nur 1% der Leute, die sich dieses Video hier angucken, haben das Buch auch gelesen oder dieses Tagebuch von dem Panarin. Das wollte ich gerne noch alles loswerden für den letzten Teil. Wie gesagt, wenn einer von euch natürlich noch mehr russische Briefe, Tagebücher hat oder irgendwo weiß, wo man sowas finden kann oder auch natürlich von den Alliierten, Amerikanern, Engländern, irgendwas, wir würden das dann auch übersetzen, finde ich für mich immer sehr spannend, damit man eben nicht nur die eine Seite sieht. So, genug geredet. Ich hoffe, der zweite Teil, ja, holt euch auch ab, klärt euch ein bisschen auf, vor allem die jüngere Generation, die jetzt immer mehr und mehr auf den Kanal kommt, die dann auch verstehen, was die Groß- und Urgroßeltern durchgemacht haben. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig oder das ist für uns natürlich sehr wichtig. Gut, in diesem Sinne, wieder genug geredet für den Anfang. Letzter Teil, Ivan Panarin. Und ich denke mal, wir legen einfach los. 22. März. Die Unsrigen rückten in Sopot vor, räumten die zweite Hälfte der Stadt, aber die Deutschen leisteten starken Widerstand. Unsere SIS und 4 T-34 brannten aus. Die Marineartillerie beschoss die Stadt. Alles brannte. Es war grauenvoll. 23. März. Unsere Truppen räumten Sopot vollständig, allerdings noch nicht die Vororte. Die Deutschen kämpften um jeden Meter Boden, denn hinter ihnen war Danzig. Sie konnten sich nirgendwohin mehr zurückziehen, nur ins Meer. Wir hatten sie eingekesselt. Wir hielten den Befehl, einen kleinen Vorort von den Deutschen zu räumen. Am Ortsrand beschossen uns die Deutschen mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. Wir eröffneten ebenfalls das Feuer und rückten vor. Vor uns fuhr Makarenko. Als er den Kopf aus der Luke steckte, wurde er verwundet. Die ganze Besatzung sprang aus dem Panzer. Wir legten den Rückwärtsgang ein, stellten uns hinter ein Gebäude und eröffneten das Feuer. Die Deutschen setzten fast die ganze Stadt in Brand. Die Lage war schrecklich.
Wir fuhren weiter. An einer Straßenecke rief mich der Kompanieführer zu sich. Ich stieg aus dem Panzer aus. Daneben explodierten Granaten. Ich erhielt seine Anweisung. Wir fuhren ans Ende der Straße und bezogen die Verteidigungsstellung. Unsere Batterien hatten sich entladen. Es gab kaum Luft in den Druckluftbehältern. Ich meldete dies dem Kompanieführer und er befahl, hier stehen zu bleiben. Kurz darauf schlug eine Salve aus einem deutschen Geiger im Haus ein, neben dem wir standen. Unser Panzer war vom Feuer bedroht. Zum Thema Geiger, das ist vermutlich ein Nebelwerfer. Wir fassten den Entschluss, den Motor mit der Luft anzuwerfen, von der wir auch nur wenig hatten. Wir fuhren zum Spam. Im Zentrum von Sopot hielten wir an. Grischer und ich gingen los, um Chefs zu finden und zu fragen, wo sich ein Spam befindet. Fetja und Gena blieben da. Wir gingen durch die Stadt und die Stadt brannte. Die Geschosse schlugen in die ohnehin zerstörten Häuser ein. Bald brachten wir in Erfahrung, wo sich ein Reparaturstützpunkt befindet und beschlossen, bis zum nächsten Morgen dort zu bleiben. Fetja beschaffte irgendwo Sprit. Als ich davon trank, dachte ich, ich müsste sterben. So speiübel war mir. Ich verbrachte die ganze Nacht am Aborteimer. 24. März. Wir erreichten den Reparaturstützpunkt. Dort wurden unsere Batterien gleich geladen. Ich wusch mich in einem sumpfigen Gewässer und wechselte die Wäsche. Wir hatten viele Läuse. Abends fuhren wir an die vorderste Linie und kamen bis zum Brigadestab. Der Chef hat uns, die Panzerkommandanten, zusammengerufen und die Gefechtsaufgabe bekannt gegeben. Bei Tagesanbruch die Kreuzung eines sehr wichtigen Knotenpunktes an der Zufahrt nach Danzig zu besetzen. Aber er sagte uns auch die Wahrheit. Die Deutschen hatten dort sehr viele Kräfte zusammengezogen. Wir waren alleine und hatten nur wenig Infanterie. Die Lage war kompliziert. 25. März. Am Morgen griffen wir an, doch der Angriff missglückte. Der Deutsche eröffnete ein orkanartiges Feuer und schoss vier unserer Panzer in Brand. Wir standen neben einem kleinen Gehöft. Etwa 10 Meter links und etwa 30 Meter rechts von uns entfernt brannten die Panzer, unser blieb aber unversehrt. Wir suchten hinter einem Häuschen Schutz, dann aber erhielten wir den Befehl, zu den brennenden Panzern vorzudringen und das Wäldchen unter Beschuss zu nehmen. Wir kamen voran, der Kompanieführer rief mich aber bald zurück. Der Bataillonskommandeur erteilte den Befehl, eine Erkundung durchzuführen. Ich wurde als Kommandeur des Aufklärungstrupps eingesetzt. Er stellte einen Panzer zur Unterstützung zur Verfügung. Wir sollten zur Kreuzung vorstoßen. Ich kehrte in den Panzer zurück und teilte das der Besatzung mit. Wir waren sehr beunruhigt, blickten einander an und rauchten schweigend eine Zigarette. Jeder dachte nur eines. Von dieser Erkundung würden wir nicht zurückkehren. Jede Zelle des Körpers vibrierte und flehte ums Leben. Aber was soll's, Befehl ist Befehl. Wir rasten entlang einer Senke, es gab dort keinen Weg und keinen Steg. Nach etwa 1,5 Kilometern stießen wir auf einen etwa 10 Meter breiten Panzergraben. Er war ca. 5 Meter tief und das Wasser darin stand wohl 2 Meter hoch. Wir blieben vor dieser Hürde stehen, kehrten um und gingen in Deckung. Der Melder des Bataillonskommandeurs kam angerannt und brachte einen Zettel für die Panzerkommandanten mit. Vorwärts, warum hast du kehrt gemacht? Dafür wirst du deine Strafe erhalten. Ich ließ über den Melder ausrichten, dass die Weiterfahrt nicht möglich sei und schilderte die Lage. Es wurden Pioniere losgeschickt. Innerhalb einer Stunde schufen sie eine Überfahrt und wir fuhren auf Erkundung weiter. Mit hohem Tempo und mit Feuer aus der Kanone und von den Maschinengewehren. Vor der Kreuzung stand ein deutscher Panzer. Ich feuerte ein Panzergeschoss auf ihn, aber der Panzer war offenbar ohne Treibstoff und von der Besatzung verlassen. Vor uns lagen deutsche Schützengräben voll mit Infanteristen, die in Panik von einem Graben zum anderen rannten. Ich streckte sie mit dem Maschinengewehr nieder. Dann sahen wir Kavallerie, aber als die Pferde näher kamen, stellte sich heraus, dass sie ohne Reiter waren. Die hatten die Pferde einfach laufen lassen und waren in den Wald geflohen. Bald hatten wir die ganze Munition verschossen
und von rechts rückte die 18. Brigade heran. Wir fuhren zurück zum Auftanken und übernachteten auf einem Gehöft. 26. März. Morgens brachte man uns Verpflegung. Die Nacht war ruhig. Gegen Mittag begannen wir unseren Angriff auf Danzig. Auf beiden Straßenseiten rückte die Infanterie vor. Wir fuhren auf der Straße. Bald befanden wir uns am Stadtrand von Danzig. Die Deutschen leisteten keinen Widerstand. Die Stadt war leer. Die meisten Bewohner waren evakuiert worden. Die übrigen hielten sich wohl in den Kellern auf. Wir fuhren auf der rechten Seite eines Straßenzuges. Ich feuerte einige Schüsse ab. Die Stadt brannte. Wir hielten bei einer Konservenfabrik an. Zivilisten, keine Deutschen, sondern Polen, Russen und Franzosen, kamen auf die Straße, versorgten uns mit Zigaretten, Wein und anderen Dingen. Dabei riefen sie, es lebe die Rote Armee. Wir waren schnell angetrunken. Unsere Infanteristen brachten immer wieder neue deutsche Gefangene, die nicht den Rückzug antreten wollten, sich in den Keller versteckten und sich dort als Zivilisten verkleidet hatten. Schust und ich waren ganz schön angeheitert und zogen durch die Keller, wo wir viele deutsche Zivilisten entdeckten, überwiegend Frauen. Sie zitterten, als wir hineinkamen. Sie hatten Angst vor den russischen Panzersoldaten. Wir sahen wirklich finster aus. Sie nannten uns SS, also Sowjetsoldaten. Die russischen Gefangenen beschwerten sich über ihre Arbeitgeber und baten uns, es ihnen heimzuzahlen, aber wir taten nichts. Die verschreckten Deutschen zitterten ohnehin, als ob sie Schüttelfrost hätten. Einem dickbäuchigen Deutschen stieß ich einige Mal die Pistole in den Bauch. Am frühen Abend kam Morosow, er vertrat den Kompanieführer. Er schickte uns an einen anderen Stadtrand, von wo wir nach 2 bis 3 Stunden in das Zentrum zurückkehrten und dort bis zum Morgen blieben. Zwischen Mittag und dem nächsten Morgen nahmen die Deutschen die Stadt unter einen orkanartigen Beschuss. Viele Häuser brannten. Überall wurden Gefangene entlang geführt. Unsere Infanteristen waren zumeist betrunken und begleiteten die Gefangenen mit Harmonikaspiel und Singen. 27. März. Morgens bekamen wir die Anweisung, unsere Panzer auf der Straße zu einer Kolonne zu formieren. Wohin es gehen sollte, wussten wir nicht. Morosow sagte mir, wohl zur Erholung, war sich dessen aber nicht sicher. Es erwies sich als richtig. Unsere Kolonne fuhr ins Hinterland. Nach etwa 40 Kilometer hielten wir in einem Wald und begannen, unsere Technik in Ordnung zu bringen. Hier wurde unser Bataillon dem 3. Bataillon angegliedert. Das 2. und 1. Bataillon wurden neu aufgestellt. Sie hatten keine Panzer mehr. So ging es vom 27. März bis zum 24. April. Wir befanden uns zur Erholung in einem großen deutschen Wald. Es gab keine Städte in der Nähe. Jeder verbrachte die Erholungszeit, so gut er konnte. Am 14. April fuhr ich mit dem 1. Bataillon nach Neustadt zur Beisetzung des Kompanieführers Dmitrievski, der dort während der Kämpfe gefallen war. In Neustadt angekommen, schlachteten wir ein Kaninchen. Sprit hatten wir auch mit. Es wurde uns ein Mittagessen zubereitet. Hauptmann Gwornow sagte ein paar Worte und wir hoben unsere Gläser auf das Seelenheil des Verstorbenen und tranken tüchtig. Wir gingen mit Gagarin in ein Haus, wo wir 2 etwa 20-jährige deutsche Frauen entdeckten, die sich als alte Frauen verkleidet hatten. Ich betrat das Haus in betrunkenem Zustand, in Panzerkombi und mit Kopfhaube. In einer Hand hielt ich einen Dolch, in der anderen die Pistole. Als die Deutschen mich in dieser Montur sahen, war ihr Geheul groß, doch ich legte die Dinge ab und sie beruhigten sich. Dann kam Piroschenko und Sassorin und brachten uns in eine Wohnung, wo wir bis zum Morgen schliefen. Am Morgen des 15. April haben wir einen gegen unseren Kader getrunken, schossen am Grab in die Luft und fuhren zu unserer Einheit zurück. Auf dem Weg hielten wir an einer Post und ich schickte ein Paket nach Hause. Am 16. April trafen wir bei unserer Einheit ein und das Leben ging mit Schlaf und Erholung weiter. An schönen Tagen gingen wir an einen See, fuhren Boote und warfen Granaten ins Wasser. Wir waren all dessen überdrüssig, aber es gab sonst nichts zu tun. Manchmal setzen wir uns zu einem Kartenspiel zusammen, aber ich bin kein großer Freund des Kartenspiels. Am 20. April wechselten wir unseren Standort.
Nach etwa 40 Kilometer hielten wir im Wald nahe der Stadt Karthaus. Wir brachten unsere Technik und uns selbst auf Vordermann. Es gab wieder nichts zu tun. Abends machten wir uns manchmal nach Karthaus auf. Dort gab es ein Kino. Wir gingen ins Kino, vertrieben uns die Zeit mit Späßen und kehrten dann an unser Lager zurück. Es war sehr langweilig. Wodka und Sprit hatten wir nicht. Aber wir blieben nicht lange dort. Wir wurden auf einen Transportzug verladen und fuhren zu einem See. Die Stelle war etwa 30 Kilometer von der Oder entfernt. Wir brachten unseren Panzer wieder auf Vordermann und rechneten damit, dass jeden Moment ein Befehl zum Angriff kommen würde. Was uns Angst machte, man sprach darüber, dass der Deutsche jenseits der Oder eine sehr starke Verteidigungslinie habe, und noch mehr fürchteten wir, dass er bei Berlin jegliche Verbrechen begehen könnte, bis hin zum Einsatz von Chemiewaffen. Nun am 24. April ging es los und wir kamen zur Oder. Unsere Truppen hatten dort schon Brücken geschlagen, die Übersetzstellen waren vorbereitet. Auf den Straßen bewegten sich in endlosen Reihen unsere Pferdewagen und Fahrzeuge. Wir setzten über die Oder mit einer Fähre. In der Nacht kamen wir in einem Wald an, das war unser Sammelpunkt. Wir tankten noch einmal und füllten unsere Schmierstoffvorräte auf. Wir erwarteten jeden Moment den Befehl zum Angriff. 25. April. Am Morgen wurde uns der Aufruf des Militärrates der 2. Belorussischen Front an alle Truppen verlesen und der Befehl erteilt, die Stadt Prenzlau einzunehmen. Unsere Besatzung hielt die Aufgabe, in der Spitzengruppe zu fahren und wir setzten uns in Bewegung. Unser Panzer war der 2. Wir kamen auf die Landstraße nach Berlin. Detonationen, das Pfeifen von Geschossen und anderen Granaten waren schon zu hören. Vom Überleben träumte niemand. Unsere Truppen waren zahlreich, aber niemand rückte vor. Alle warteten auf uns, die Panzersoldaten. Wir schauten einander an und verstanden uns ohne Worte. Grischka gab mir einen Zettel. Ich sagte nur: Adresse? Ja. Ich schrieb ihm meine Adresse auf, gab sie ihm und sagte: Schreibe dorthin ein paar Zeilen. Verdammt, wir wollen leben. Fetja schwitzte auch Blut und Wasser. Jakowenko schrie: Gas geben, vorwärts. Der Panzer fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Der Motor heulte auf, als ob er weinen würde. War wahrscheinlich auch nervös, aber er zog durch. Der Panzer fuhr wie eine Bestie und im Fahren eröffnete ich das Feuer mit der Kanone auf ein Waldstück, das zur linken Seite der Straße lag. Dann geschah etwas Unbegreifliches. Als ich den Schuss abgegeben hatte, schlug mein Kopf ein paar Mal gegen das Zielgerät und den Panzerturm, sodass mein Kopf dröhnte und mir die Kopfhaube vom Kopf fiel. Ich blickte nach vorne. Im Fahrerraum war Wasser. Der Panzer hatte 60 Grad Schräglage. Ich schrie: Raus! In der Luke hangelten die Beine von Leutnant Jawenko. Ich schob sein Hinterteil mit meinem Kopf hoch und sprang auf die Panzerplatte, ohne zu verstehen, was los war. Ringsum war Wasser. Im Wasser schwammen Kopfhauben, Militärmäntel und sonstiges Zeug. MP-Schützen saßen bis zum Koppel im Wasser. Ich dachte, ich müsste schwimmen. Aber als ich heruntersprang, stellte sich heraus, dass es flach war. Ich nahm Deckung im Wasser hinter dem Panzer. Kugeln und Geschosse zischten um unsere Köpfe und jagten uns einen gewaltigen Schrecken ein. Der vordere Panzer fuhr etwa 400 Meter weiter und blieb auf der Landstraße stehen. Die Panzer hinter uns hielten ebenfalls an, fuhren zur Seite hinter einen Damm und feuerten nach rechts, von wo die Deutschen ein wildes Feuer auf uns richteten. Kurz darauf kam der Bataillonskommandeur Fjodorow angerannt und die hinteren Panzer rückten nach vorn, ihnen folgten motorisierte Infanterie und Artillerie. Das gegen uns gerichtete Feuer hörte auf. Wir stiegen stark durchgefroren aus dem Wasser, zogen uns aus und wrangen die Uniformen aus. Von unserem Panzer ragte nur noch das Geschützrohr aus dem Wasser. Wir stellten fest, dass alle am Leben und unversehrt waren. Später begriffen wir, was geschehen war, und zwar Folgendes. Beim Rückzug hatten die Deutschen die Landstraße gesprengt. Ich muss dazu sagen, die Gegend war sehr flach und sumpfig. Sie hatten sie speziell ausgewählt, damit unsere Panzer nur auf der Landstraße fahren konnten. Sie haben die Straße gesprengt und den entstandenen Trichter mit Asphaltplatten getarnt, die kein Panzer tragen konnte. Wir waren in eine Falle geraten, die voll mit Wasser war. Aber das war nur eine Kleinigkeit. Wir stellten dann fest,
dass unter den Platten eine Seemine deponiert war, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht explodiert war. Die Pioniere entschärften sie dann. 26. April. Unsere Truppen nahmen gestern noch die Stadt Prenzlau ein und rückten dann noch etwa 30 Kilometer weiter vor, aber wir saßen noch immer in derselben Panzerfalle fest. Drei Schleppfahrzeuge kamen, schafften es aber nicht, unseren Panzer herauszuziehen. Grischer und ich gingen zu einem Gehöft, das sich in etwa 1,5 Kilometer Entfernung auf einer Anhöhe befand. Dort traf ich auf die Nachrichtensoldaten einer Infanterieeinheit und einen verwundeten jungen Burschen, den sie im Wald aufgesammelt hatten. Sie waren ebenfalls heute in dieses Haus gekommen, die Hausbewohner waren nicht da. Diese hatten alles zurückgelassen und sich irgendwo versteckt, aber zwei große Hunde waren auf dem Hof und beim Vieh geblieben. Zu den Nachrichtensoldaten sagte ich, Hof, Dachboden, überhaupt alle möglichen Verstecke müssen genau durchsucht werden. Und so gingen wir mit Taschenlampen und Pistolen auf die Suche, fanden aber nichts. Als wir schon wieder ins Haus gehen wollten, schaute ich in eine Scheune hinein, die voll mit nicht gedroschenen Brocken war. Unter meinen Füßen raschelte etwas im Stroh. Ich erschreckte mich und rief, Jungs, hier ist jemand. Als ich herausstellte, dass es ein Schwein war, das sich hier eingewühlt hatte, lachten wir und gingen ins Haus, tranken, aßen und legten uns schlafen. 27. April. Wir befanden uns noch immer am selben Ort und warteten auf die Panzer des 2. Bataillons, die uns herausziehen sollten. Am Morgen ging ich mit Genka in das nahegelegene Dorf. Im Dorf entdeckten wir nichts. Bewohner waren fast keine da, nur unsere russischen Mädchen und Frauen, die befreit worden waren. Sie waren auf dem Weg in die Heimat und machten in diesem Dorf Halt, um sich auszuruhen. Sie gingen in die Häuser, machten sich etwas zu essen und schlachteten Ferkel, Hühner und Gänse. Wir gingen in ein Haus, in dem sich drei Frauen einquartiert hatten. Sie molkten die Kühe und gaben uns Milch. Dann kehrten wir zu unserem Panzer zurück und gingen dann zu dem Gehöft, wo wir gestern gewesen waren. Dort entdeckten wir im Garten Bienen, füllten einen Behälter mit Honigwaben voll, schlachteten Hühner und gingen zum Panzer zurück. Die Jungs machten das Abendessen. 28. April. Wir befanden uns nach wie vor an demselben Ort. Am Morgen ging ich mit Genka durch die deutschen Schützengräben, die sich rechter Hand von uns auf den Hügeln befanden. Wir gingen dort sehr lange herum und sahen, was die Fritzen alles an Waffen bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten. Maschinengewehre, Panzerbüchsen, Kanonen, Gewehre waren auf Schritt und Tritt zu finden. 29. April. Es ereignete sich ein Unfall. Beim Reinigen des Bug-Maschinengewehrs erschoss Piroschenko, Loginow und Kivito, die bei uns beerdigt wurden. Es trafen die 9 Panzer des 2. Bataillons ein. 6 Panzer versuchten, unseren Panzer herauszuziehen, aber vergebens. Die Zugseile rissen. Man wechselte die Zugseile und sie rissen 2 bis 3 Mal, bis unser Panzer endlich geborgen werden konnte. Wir brachten ihn in Ordnung und fuhren den unsrigen hinterher. Sie waren schon etwa 150 Kilometer voraus. Unser Panzer fuhr als erster. Hinter uns fuhren 3 Schleppfahrzeuge von Orlov und der Panzer von Piroschenko. Wir fuhren durch brennende Städte und Ortschaften. Gegen 10 Uhr hielten wir in einem Dorf an, um dort zu übernachten und die Technik in Ordnung zu bringen. Von unseren Soldaten waren nur wenige da, von der deutschen Zivilbevölkerung waren etwa 40% geblieben. Wir gingen in ein Haus, wo wir Quartier bezogen. Wir bereiteten das Abendessen zu, beschafften uns Sprit, tranken, aßen und gingen durch das Dorf. Dann betraten wir ein Haus. Im Erdgeschoss war niemand, wir gingen nach oben, öffneten die Tür zu einem Zimmer und sahen dort etwa 20 Personen. Alte und junge deutsche Frauen und unzählige Kinder. Sie waren sehr verängstigt und wir waren betrunken. Grischka schlug mir vor, hier zu bleiben, aber ich ließ keine Dummheiten zu und wir gingen weg. Unterwegs trafen wir Genka und Fetka und gingen zusammen weiter. Als wir in einer Wohnung Licht sahen, gingen wir dorthin. Neben dem Haus standen Fuhrwerke und Fahrzeuge. Unsere Soldaten von irgendeiner Einheit hatten dort ein Nachtquartier bezogen. Alle hatten sich betrunken
Und der Hausherr, ein Deutscher, stand draußen mit einem Stock und bewachte ihre Fahrzeuge und ihre Ausrüstung. Sie alle schliefen, es hätte nur ein deutscher Soldat mit einem Messer kommen brauchen, um sie alle abzuschlachten. Wir gingen in unser Quartier. Als wir an dem Haus vorbeigingen, in dem sich die deutschen Frauen befanden, sahen wir Licht. Wir beschlossen hinzugehen und nachzusehen, was los war. Wir gingen hinein und stellten fest, was wir schon ahnten. Zwei unserer Soldaten wollten zwei Mädchen von etwa 16 bis 17 Jahren an die Wäsche und deren Mütter weinten hysterisch. Ich sagte ihnen, sie sollen von da weg und schlug ihnen vor, hinauszugehen, damit die Mütter nicht sahen. Wir gingen schlafen. Was weiter geschah, weiß ich nicht. Am 30. April fuhren wir den ganzen Tag durch. Gegen Abend hielten wir in einer unbekannten Ortschaft an, um etwas zu essen. Wir fingen ein Ferkel, ich schlachtete es, nahm es aus und bereitete das Essen zu. Nach dem Essen fuhren wir weiter, die unsrigen waren noch weit. Bald hielten wir zum Übernachten an. Es gab keine besonderen Vorkommnisse. 1. Mai. Am Nachmittag holten wir unsere Einheit in der Stadt ein, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann. Anlässlich des Feiertages gab man uns eine Flasche Rum und ein gutes Mittagessen. Wir tranken und aßen. Unsere Panzer, die im 3. Bataillon übrig geblieben waren, wurden an das 2. Bataillon übergeben. Nach dem Tanken fuhren wir weiter. Die 18. Brigade befand sich vorn. Wir fuhren auf einer Landstraße, uns entgegenzogen lange Kolonnen deutscher Soldaten mit weißen Binden am linken Arm. Sie wurden nicht einmal bewacht, sondern waren selbst auf der Suche, wem sie sich ergeben könnten. Es gab unzählige zivile Fuhrwerke, die in den Westen fliehen wollten. Sie wurden von unseren Panzern eingeholt und kehrten nun nach Hause zurück. Ihre Lage war aussichtslos. Sie wollten sich Engländern oder Amerikanern ergeben. Sie waren von ihrer Propaganda so verschreckt, dass sie glaubten, die Russen seien keine Menschen, sondern Tiere mit Schwanz und Hörnern, schwarz wie die Teufel. Dass sie nicht sprechen können und Hafer fressen wie Pferde und so weiter. Die Deutschen waren alle in Panik, wussten nicht, wessen Truppen es waren und fragten uns, American, English? Wir antworteten, nix, Russisch. Sie wunderten sich, denn wir hatten keine Hörner und Schwänze, sprachen ganz normal und einige sogar in ihrer Sprache, hatten keine schwarzen, sondern weiße Zähne. Nachdem sie begriffen hatten, dass die Russen auch Menschen sind, wurde ihr Verhalten lockerer und ihre Gesichter entspannter. Sie sahen ein, dass wir nur deshalb gekommen waren, weil die Deutschen selbst 1941 unseren Frieden gestört hatten und dass alle ihnen von uns zugefügten Kränkungen und Leiden gerechtfertigt seien. Möglicherweise war es nur der äußere Schein, aber so war es. In einem kleinen Ort blieben wir über Nacht. Wir schlugen unser Nachtquartier in einem Garten auf. Ringsum blühten Äpfel- und Kirschbäume, allerlei Blumen und verschiedene Beerensträucher. Die Stimmung war verdammt gut. Ich glaubte etwas vorauszuahnen. Es war sehr still, nicht ein einziger Schuss war zu hören. 2. Mai. Am Morgen erhielten wir den Befehl, vorzurücken und die Stadt Rostock einzunehmen. Wir fuhren auf der Landstraße, hielten ab und zu an, und gaben 2 bis 3 Schüsse ab. Wir trafen die Häuser, die in einigen hundert Meter Entfernung rechts und links der Landstraße standen. Bald sahen wir die Stadt Rostock. Wir sahen, dass am Bahnhof Transportzüge eintrafen und dass unsere IS und T-34 von der Bahnstation abrückten. Wir begannen, die Bahnstation zu beschießen. Kurz darauf ging sie in Flammen auf. Wir fuhren nach Rostock hinein. Wir fuhren am Bahnhof vorbei. Dort brannten Bauwerke und Waggons. Plötzlich ertönte eine gewaltige Explosion. Es explodierte ein mit Bomben beladener Transportzug. Die Splitter flogen sogar auf das Getriebe unseres Panzers und es gab so viel Rauch und Staub um uns herum, dass wir kaum etwas sehen konnten. Wir fuhren die Straße entlang, Fette erhöhte das Tempo. In den Straßen von Rostock hingen an jedem Haus weiße und rote Fahnen. Die Bevölkerung drängte sich auf den Straßen. Man warf uns Zigarren, Zigaretten, Konfekt und Kekse auf den Panzer. Wir erreichten den Stadtrand von Rostock und nahmen Verteidigungsstellung ein.
Kurz darauf wurden wir, also zwei Panzer, in eine etwa 10 Kilometer entfernte Stadt Kleinhitz geschickt, wo wir am Ortsrand eine Verteidigungsstellung bezogen. Unsere Truppen waren noch nicht da, wir zogen als Erste ein. Die Stadt war ebenfalls voll mit deutschen Zivilisten und mit unseren Fahnen sowie mit deutschen Fahnen ohne Hakenkreuz beflaggt. Man reichte uns Wein, Bier, Zigarren und Kekse. Wir standen dicht am Meer neben einem Haus im Hafen. Auf See dampften deutsche Schiffe, es waren viele. Sie beschossen uns nicht, wir sie auch nicht. Im Haus befanden sich eine alte Dame und ein russischer Mann mit seiner Frau. Sie kamen aus dem Gebiet Kalinin. Sie war, glaube ich, Weißrussin, eine anziehende junge Frau mit Kind etwa 20 Jahre alt, das Kind 2 Jahre. Es war sehr putzig. Sie hatten in Deutschland geheiratet. Sie bereitete uns ein Abendessen zu. Ihr Mann, Grischka, Koch in Petrovs Panzer und sprach dort zusammen mit der Besatzung dem Wodka zu. Wir waren alle angeheitert. Fetja hatte wohl zusammen mit Smejonov auch getrunken und Grischka zog los, um nach seiner Frau zu suchen. Ich blieb alleine mit dieser Frau, sie hieß Valja. Sie ging in ein anderes Zimmer, wo ihr Sohn schlief und bat mich mitzukommen unter dem Vorwand, sie hätte Angst. Ich ging mit ihr, sie fragte mich, was die Unsrigen nun mit ihr und mit ihrem Mann in Russland machen würden. Ich redete auf sie ein, sagte, dass es sein kann, dass ihr Mann zur Armee einberufen und sie mit dem Kind nach Hause geschickt würde. Grischka war lange weg, dann waren alle wieder da. Sie sagte, ihr Mann sei sehr eifersüchtig, aber er war betrunken. Wir, also Semjow und er, zogen durch die Häuser, holten uns dies und das. Die armen Deutschen waren verschreckt. In jedem Haus wurden wir mit Wein empfangen. Es war schon 1 Uhr nachts oder später. Wir gingen in ein Hotel, wo sich, wie sich herausstellte, auch Grischka war. Aber wir fanden ihn nicht. Er feierte mit russischen Mädchen, worüber er uns am nächsten Tag berichtete. Im Hotel gab es alle möglichen Speisen und Getränke. In allen Räumen brannten elektrische Lampen. Wir schossen mit den Pistolen darauf. Semyonov fand in einem Zimmer eine Deutsche und blieb bei ihr über Nacht. Ich ging zu den Panzern, bei denen niemand war. Alle waren betrunken. Ein Deutscher hätte mit einem Schlag die Panzer und uns selbst vernichten können. 3. Mai. Am Morgen tranken wir ein gegen unseren Kater. Die Jungs gingen dann ihrer Wege. Ich blieb bei Valja. Sie hatte mich gebeten, nicht wegzugehen. Die Jungs betranken sich wieder, schnappten sich die PKWs der Deutschen und fuhren mit deutschen, russischen Mädchen durch die Stadt. Gegen Abend trafen die Jungs wieder ein. Ich ging mit Grischka zu dem Gut eines Großbauern. Von dort nahmen wir 2 Uhren und etwa 100 Eier. Also einen ganzen Korb voll und gingen zurück zu den Panzern. Da kam uns Staschina mit einer Horde russischer Mädchen entgegen. Alle waren betrunken. Sie führten ihn zu sich, damit er in ihrem Beisein den Gutsbesitzer erschießt, bei dem sie gearbeitet hatten. Er hatte sie gequält. Sie hatten Wein mit, gossen uns tüchtig ein und wir kamen auch mit. Der Staschina wollte ihn im Haus erschießen, aber ich schlug vor, ihn wegzubringen, damit die Familie es nicht sieht. Wir schnappten uns dieses Schwein und führten ihn in die Baracke, in der seine Arbeiter wohnten. Russen, Polen, Franzosen, Tschechen, Italiener, Belgier. Und jeder klagte über dessen schlechte Behandlung von Arbeitern. Der Staschina schoss, verwundete ihn aber nur leicht. Der Bauer schrie nur auf und blieb stehen. Ich schoss mit der Pistole in seinen dicken Bauch. Er fiel um wie eine Garbe, rührte sich aber noch. Grischka gab ihm den Todesstoß mit einer MP-Salve. Kurz darauf sahen wir, dass auf der Landstraße unsere Panzer fuhren. Mir wurde klar, dass unser Panzer zu einer anderen Stelle verlegt wurde. Wir gingen dennoch dorthin, wo wir ihn stehen gelassen hatten. Aber er war schon weg. Ich ging auf die Suche. In der Stadt befanden sich einige Selbstfallerfetten, aber keine Panzer. Ich übernachtete bei den Artilleristen. 4. Mai. Am Morgen fuhr ich mit einem Fahrrad nach Rostock, um meine Leute einzuholen. Unterwegs holte mich ein Fahrer mit einem LKW der 18. Brigade ein. Ich ließ das Fahrrad liegen und stieg zu ihm ein. Wir fuhren den Unsrigen hinterher, aber sie waren nicht in der Nähe.
Unsere 3. Panzerbrigade war nach rechts in Richtung Wismar gefahren und die 18. Brigade nach links. Nachdem wir seine Brigade eingeholt hatten, blieben wir über Nacht in einer grad besetzten deutschen Stadt, deren Namen ich nicht weiß. Die amerikanischen und englischen Truppen standen etwa 5 Kilometer von uns entfernt. Am Abend tranken wir und zogen los, um uns zu amüsieren. 5. Mai. Amerikanische und englische Truppen trafen mit Fotoapparaten ein. Sie fotografierten uns. Russisch konnten sie nicht. Sie drehten an imaginären Schnurrbärten und riefen Stalin, Stalin, Stalin. Es fand eine Militärparade statt, das heißt eine Kundgebung. Danach gab es ein Festessen anlässlich des Zusammentreffens. Wir gingen alle sehr freundschaftlich miteinander um. 6. Mai. Ich fuhr per Anhalter den Hinweisschildern folgend, um meine Einheit zu suchen und bekam bei den rückwärtigen Diensten des 3. Bataillons an. Pichting war auf dem Weg zum Bataillon. Er war aus irgendeinem Grund bei den rückwärtigen Diensten geblieben. Sein Panzer hatte wohl ein Ölleck. Es gab dort viele Panzersoldaten, die zurückgeblieben waren und nun zum Bataillon wollten. Ich fuhr mit ihnen. Nach etwa 10 Kilometer Fahrt hielten wir in Güstrow und blieben dort über Nacht. Wir kamen in einem Haus unter, in dem sich 6 deutsche Frauen befanden. Wir beschafften uns Hühner, machten Abendessen und übernachteten dort in aller Ruhe. Am Morgen fuhren wir weiter. Wir hielten in einem Dorf, um dort Mittag zu essen, schlachteten wiederum Hühner und Gänse. Die Hausbesitzerin kochte uns Mittagessen, wir tranken und aßen. Wir fuhren dann erst weiter, nachdem wir alle Dorfbewohner weggescheucht hatten. Nachmittags kam ich beim Bataillon an, es befand sich in einem Waldstück. 8. Mai, wir bauten Zelte auf. 9. Mai, wir erfuhren von der Kapitulation Deutschlands. Es fand eine Kundgebung statt. Wir schossen Artilleriesalut, zu Mittag wurde ein Tisch feierlich gedeckt. Damit begann das Leben in Frieden. Wer war Iwan Panarin? Iwan Panarin wurde am 20. August 1918 im Dorf Ruskaya Dymskaya im Gebiet Orenburg geboren. Er war das jüngste Kind von Sergei und Agjafa Panarin und hatte 6 Geschwister, 3 Brüder und 3 Schwestern. Die Familie genoss im Dorf Ansehen. Bevor die Kommunistische Partei der Bolschewiki 1917 gewaltsam an die Macht kam, pachteten der Vater Sergei und dessen 2 Brüder beim Gutsbesitzer Balbochin eine Mühle, die die umliegenden Dörfer mit Mehl versorgte. Mutter Agafja arbeitete in ihrer Jugend als Dienstmädchen bei der Frau des Gutbesitzers und galt im Dorf als eine Frau, die über alles Bescheid wusste. Die Eltern konnten lesen und schreiben, was im damaligen Russland unter den Bauern noch eine große Seltenheit war. Als in der Sowjetunion 1928 die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft begann, und Tausende als wohlhabend angesehene Bauern enteignet, vertrieben und umgebracht wurden, war Panarin 10 Jahre alt. Sein Vater war damals schon verstorben. Die Großfamilie hatte inzwischen einiges von ihrem bescheidenen Wohlstand eingebüßt und war deshalb von den Repressionen nicht betroffen. Doch die Folgen der Kollektivierung bekamen sie auf andere Weise zu spüren. Hungersnot und Armut breiteten sich aus. Es begann ein Exodus der Bauern, die in die Städte flüchteten. Auch der ältere Bruder von Iwan Panarin, Michail, verließ das Heimatdorf, um in der Großstadt Leningrad Arbeit zu suchen. Ob er sich wie viele illegal dorthin begab oder eine seltene Erlaubnis der Behörden beschaffen konnte, ist nicht bekannt. 1934 schloss Iwan Panarin seine 7-jährige Schulausbildung ab, die in der Sowjetunion einem mittleren Schulabschluss entsprach. Allerdings bildete die Schule, die er im Staatsgut Selnonja Dolina besucht hatte, ausschließlich Kader für die Landwirtschaft aus. Dem Abschlusszeugnis von Panarin ist zu entnehmen, dass geisteswissenschaftliche Fächer wie etwa russische Sprache und Literatur, geschweige denn eine Fremdsprache, dort nicht auf dem Lehrplan standen. Die besten Noten, eine 2, hatte er in den Fächern Geographie und Biologie. Nach dem Schulabschluss arbeitete Panarin in der Kolchose als Imker. Die Tätigkeit konnte wegen sehr geringer Vergütung seinen Lebensunterhalt langfristig nicht sichern.
Das Streben nach einem besseren Leben führte ihn 1937 wie zuvor seinen Bruder nach Leningrad. Er kam bei der Familie von Michail unter. In den Ischora-Werken, einem der größten Rüstungsbetriebe in der damaligen Sowjetunion, die sich in Kolpino, einem Vorort von Leningrad, befand, begann er im April 1937 eine Schlosserlehre. Im Werksarchiv ist seine Personalakte überliefert, die belegt, dass Panarins Anstellung nicht von Dauer war. Bereits im September 1937 kündigte ihm der Betrieb den Lehrlingsvertrag. Als Ursache für die Kündigung wird Arbeitsbummelei angegeben. Möglicherweise hing seine Abwesenheit am Arbeitsplatz damit zusammen, dass er sich parallel um eine neue Stelle bemühte, denn nur wenige Tage später begann er seinen Dienst als Feuerwehrmann im 29. Feuerwehrkommando der Stadt Leningrad, das vermutlich in Kolpino stationiert war. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich als Feuerwehrmann nicht gerade durch Disziplin auszeichnete, allerdings ist offensichtlich, dass er in dieser Zeit eine höhere berufliche Laufbahn anstrebte. Neben seiner Arbeit als Feuerwehrmann machte er eine Fliegerausbildung, die er 1938 mit einem Zertifikat abschloss. Den theoretischen Teil der Ausbildung bestand er mit gut und den praktischen mit befriedigend. Doch der Traum von einer Fliegerkarriere platzte, weil sein Gesundheitszustand nicht den hohen Anforderungen, die an einen Piloten gestellt werden, entsprach. In der Familie wird erzählt, dass er während der theoretischen Abschlussprüfung einen Kreislaufzusammenbruch erlitt. Die Bemühungen, beruflich weiterzukommen, gab Panarin dennoch nicht auf. Er nahm, wie er später in seinem Lebenslauf angab, ein Studium an einer Arbeiter- und Bauernfakultät auf, einer Bildungseinrichtung, an der Leute mit der mittleren Schulbildung das Abitur nachholen konnten. In seinem Feuerwehrkommando stieg er zur gleichen Zeit zum Schriftführer auf. 1939 wechselte er dort zur Abteilung Versorgung und wurde deren Leiter. Das war zwar kein hoher Posten, aber er brachte Panarin dorthin, wo er offenkundig hin wollte, an einen Schreibtisch. Zu dieser Zeit fand er auch sein privates Glück. Über seinen Bruder Michail und dessen Frau lernte er Anastasia Rumjantseva kennen, die er im April 1940 in Kolpino heiratete. Das glückliche Leben endete am 22. Juni 1941, als die deutschen Truppen die Sowjetunion überfielen. Panarins Stelle wurde aufgelöst, denn der Krieg erforderte die Umstrukturierung der städtischen Feuerwehr. Bereits am 4. September 1941 kamen die deutschen Truppen so dicht an Leningrad heran, dass sie die Stadt unter massivem Artilleriebeschuss nahmen. Zur gleichen Zeit begannen flächendeckende deutsche Luftangriffe auf Leningrad, wobei meistens Brandbomben eingesetzt wurden. Bis Ende Dezember 1941 warf die deutsche Luftwaffe 66.200 Brand- und 3.493 Sprengbomben auf Leningrad ab. Nach jedem Luftangriff bzw. Beschuss gab es in der Stadt nicht nur Zerstörung und Opfer unter der Zivilbevölkerung, sondern auch schwere Brände. Die Feuerwehrleute kamen beim Aufrechthalten des städtischen Lebens eine Schlüsselrolle zu. Die Leningrader Feuerwehr wurde kaserniert, um jederzeit zum Löschen von Bränden und zur Rettung von Menschen ausrücken zu können. Kolpino, das sich in unmittelbarer Nähe der deutschen Stellung befand, war dem Beschuss der deutschen Artillerie besonders stark ausgesetzt. Auch die Industrieanlagen der Ischora-Werke wurden zur Zielscheibe der deutschen Luftangriffe. Anfang September 1941 wurde Panarin in die kasernierte Feuerwehr der Ischora-Werke einberufen. Ob er an den Löscheinsätzen beteiligt war oder wie vorher eine Bürotätigkeit erledigte, lässt sich nicht eindeutig klären. Im September 1941 war Leningrad bereits von den deutschen und finnischen Truppen belagert. Im Süden verlief der Belagerungsring nur 3 bis 4 Kilometer vom Zentrum der Stadt Kolpino entfernt. Die Verbindung mit dem Hinterland und eine notdürftige Versorgung der Millionenstadt waren nur auf dem Wasserweg über den Ladogasee möglich. Frühzeitig entschlossen sich Adolf Hitler und die Führung der Wehrmacht, Leningrad nicht zu besetzen, sondern seine Einwohner verhungern zu lassen. Die Entscheidung hing mit der Strategie der Nationalsozialisten zusammen, vor allem die Bevölkerung der Großstädte im europäischen Teil der Sowjetunion zu dezimieren und so günstige Voraussetzungen für die spätere deutsche Besiedlung dieser Territorien zu schaffen.
Vernichtung durch Hunger. Die Strategie ging zumindest im Frühjahr 1942 auf. Die Versorgungslage in der Stadt verschlechterte sich besonders dramatisch nach dem 9. November 1941, als die deutschen Truppen Tichwin, eine Stadt etwa 200 Kilometer östlich von Leningrad, eingenommen und die Bahnverbindung zwischen dem östlichen Ufer des Ladogasees und dem Hinterland unterbrochen hatten. Ende November 1941 erreichten die Verpflegungsnormen für die Leningrader Bevölkerung ihren Tiefstand. 125 Gramm Brot am Tag für Angestellte, nicht arbeitende Familienangehörige und Kinder unter 12 Jahren. Schwerstarbeiter in der Metallbranche erhielten die höchste Norm, 375 Gramm Brot. Nach der Rückeroberung von Tichwin durch die sowjetischen Truppen am 9. Dezember 1941 wurden diese Normen nur geringfügig erhöht. Doch auch das Wenige, was einem auf dem Papier zustand, konnte oft aufgrund fehlender Lieferungen nicht ausgegeben werden. Im eisig kalten Dezember 1941 begann in der Stadt das Massensterben. Tausende Menschen kamen in den Krankenhäusern, in den Wohnungen oder auf den Straßen um. Sie fielen hin, konnten nicht aufstehen und blieben liegen. Die Leichen wurden zu Sammelplätzen geschleppt. Im Dezember 1941 starben in Leningrad und seinen Vororten Kolpino und Kronstadt rund 54.000 Menschen. Im Februar 1942 waren es mehr als 108.000. Iwan Panarin befand sich zu dieser Zeit in der belagerten Stadt. Nach der Normsenkung im November 1941 dürfte für ihn als Feuerwehrmann die tägliche Brotzuteilung 250 Gramm betragen haben. Eventuell hatte er die Möglichkeit, etwas Zusatzverpflegung in der Kantine der Ischora-Werke zu beschaffen. Es gelang ihm, die Evakuierung seiner Frau Anastasia zu organisieren. Sie verließ Kolpino vermutlich im Spätherbst 1941, als ein Teil der Arbeiter der Ischora-Werke evakuiert wurden. Panarin selbst überlebte den Winter 1941-42, die schlimmste Zeit der Belagerung, und wurde im Juni 1942 aus Leningrad evakuiert. Sein Bruder Michael starb in der belagerten Stadt. Unter den Zivilisten, die im Sommer 1942 die Stadt über den Ladoga-See verlassen konnten, befanden sich ausschließlich jene, die durch den Hunger geschwächt waren. Deshalb kann als ziemlich sicher gelten, dass Panarin sich zu diesem Zeitpunkt in schlechter körperlicher Verfassung befand. Mit der schweren Krankheit, die als Grund für die Evakuierung in seinen Personalunterlagen angegeben wurde, war vermutlich seine Schwäche nach monatelangem Hunger gemeint. Von Juni bis Dezember 1942 befand sich Panarin zur Genesung im Dorf Tirschirkovo in der Nähe von Bugulma in Tatarstan, wohin seine Frau evakuiert worden war. Kurz vor Jahresende erhielt er den Einberufungsbescheid in die Rote Armee. Seine Frau war zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. Im Juni 1943 brachte sie Tochter Nina zur Welt. Iwan Panarin diente damals in einer Einheit der rückwärtigen Dienste, die zuletzt zu der 2. ukrainischen Front gehörte. Von dort wurde er im August 1944 zum 21. Panzerausbildungsregiment versetzt, das in Pjatigorsk im Nordkaukasus stationiert war. Das Regiment bildete komplette Panzerbesatzung für den Panzer T-34 aus, die anschließend zur kämpfenden Truppe überführt werden sollten. Sergeant Iwan Panarin schloss den Lehrgang als Geschützführer der 85mm Kanone ab. Er wurde also an einem neuen, modernisierten Panzer T-34 ausgebildet, der 1944 in Serie ging und mit einer stärkeren Kanone ausgestattet war. Im Gegensatz zum klassischen Panzer T-34 mit seiner 76,2mm Kanone bestand die Besatzung der neuen Maschine T-34-85 nicht aus 4, sondern aus 5 Panzersoldaten. Nach dem Abschluss der Ausbildung im Dezember 1944 wurde Panarin in die 3. Garde-Panzerbrigade eingegliedert. Diese Eliteeinheit gehörte dem 3. Garde-Panzerkorps unter dem Kommando des Generals Alexei Panfilow an. Als Panarin Kameraden bei seiner Einheit ankamen, wurden sie gerade in die Reserve des Oberkommandos der Roten Armee, der Stawka, überführt. Seine Feuertaufe erhielt er deshalb erst im Februar 1945,
während des sowjetischen Vormarsches in Ostpommern. Von Februar bis Mai 1945 nahm Panarin an Kampfhandlungen der 2. belarussischen Front teil und beendete den Krieg in Mecklenburg. Von dort wurde seine Truppeneinheit nach Polen zur Nordgruppe der sowjetischen Streitkräfte verlegt. Im Mai 1946 erhielt Panarin seine Entlassung aus der Armee und kehrte vorschriftsgemäß nach Bogulma zurück, weil er von dort in die Rote Armee einberufen war. Seine Frau und Tochter lebten zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Ort im Südural. Später arbeitete Panarin bei der Miliz bis zur Pensionierung 1973 und beendete seinen Dienst als Major und Oberinspekteur der Abteilung zur Bekämpfung der Diebstähle am sozialistischen Eigentum und des Schwarzhandels. Panarin starb am 15. September 1982 mit 64 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.